Da fliegt einer neben mir. What? What the fuck machst du da, Dude, Alter? Und warum sehe ich dich nicht? So Leute, ich bin es, der Markus vom Kanal GameCup. Heute spiele ich wieder eine Runde Playernos Battlegrounds. Heute die 1.0, die ist heute rausgekommen. Das Spiel ist aus dem Early Access raus. Und ja, genau, auf der alten Map, was mich ziemlich freut. Und ja, mal schauen, was es so machen lässt. Ist eine ganz normale Runde. Third Person, Solo, und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß mit dem Video. Gegner, ich will dich rammen. Okay. So, mal schauen, was er so macht, der Typ. Eigentlich müsste ich auf seiner linken Seite fahren, dass falls er aussteigt. Oh, lol. What the fuck? Schieß mal auf den hinter mir, bitte. Nicht auf mich. Ja. Der ist da hinter die Deckung gegangen, okay. Alles klar. Gut, dass der da hinter mir gefahren ist, Alter. Der hat sich dann direkt umkonzentriert. Finde ich sehr gut. Ja. Und Headshot, Alter. Lol. One-Shot-Headshot. Nice. Habe ich nicht gedacht, dass es klappt. Alles klar. Läuft bis jetzt ziemlich gut. Wobei, einen Griff behalte ich, glaube ich. Beschießt mich da gerade ernsthaft jemand vom Leuchtturm aus? Ist es dein Scheiß ernst, Dude? Ist es dein Scheiß ernst? Soll ich zu Besuch kommen, hä? Spast. Okay, Leute. Da beschießt mich ja auf dem Leuchtturm, während ich da... Alter. Was ein unhöfliches Stück, ey. Was ein unhöfliches Stück. Dich besuche ich, Alter. Dir helfe ich. Mann. Nicht so, Freundchen. Nicht so. Und danke für die K übrigens. Aber erstmal heilen. Oh, no, please not. Aus dem Fenster raus, alles klar. War ja wieder zu erwarten, ne? Weg mit dem und du auch. Shit. Der fährt da runter, was? Ernsthaft? Okay, alles klar. Schau ich mal, wo der hinfährt. Der will wohl direkt ins Wasser, der dachte sich so, nope. Da will ich nicht, komm. Zeig mir, was du machst. Tot sein, okay, alles klar. Gut, ich habe schon einige Leute hier verpasst, die hier langgefahren sind, weil ich da oben ewig gebraucht habe, bis ich die K aufgesammelt hatte. Dann hat das Magazin wieder rumgespackt, dann hatte ich zu viel Medics und so ein Shit. Also, war nicht so angenehm, aber hat dann im Endeffekt doch noch geklappt. Und 2 Kills habe ich doch noch abbekommen, sehr schön. Leute, seht ihr den einen schwarzen Punkt, der da am Strand entlang läuft? Den würde ich gerne wegmachen. Ich denke mal, der sieht mich. Bin mal gespannt, was er macht. Also, hören sollte er mich wenigstens. Okay, er schießt, denke ich, gleich. Hat er einen Dreierhelm? Den will ich haben. Ne, der hat einen Einzelhelm, okay. Oh, Hit. Lol, dieser Hit, Alter. Nice. Hinter. Okay. Also bis jetzt habe ich 5 Kills. Hätten mehr sein können. Aber man ist ja zufrieden mit dem, was man kriegt, ne? Ist wohl hinter dem Stein, denke ich mal. Zieh das Ding. Und los. Do your thing. Ja, das sind am Stein definitiv. Habe ich ihn kurz gesehen gehabt. Aber auch klar. Und los geht's. Zeig dich. Und so habe ich ihn bekommen. Alles klar, die Granaten haben ihm wohl gut Damage gemacht. Huh. Erstmal die K nachladen. Oh, was? Was tauchst du hinter mir auf, Alter? Bin ich gerade erschrocken, der steht da auf einmal. Huh. Da kriegt einer neben mir. What? What the fuck machst du da, Dude, Alter? Und warum sehe ich dich nicht? Ich hab's nur gehört und dann die Schüsse gehört, Alter. Oh mein Gott. Oh, die ganzen Spassen, die da rumkriechen, Alter. Ich raste komplett aus. Hast du einen Silencer für die... nein, hast du nicht. Okay. Nur noch keine Weste mehr, verdammt. Es kommt da auch noch einer angefahren. Komm her. Danke. Hast du einen Silencer für die K, bitte? Wo ist deine Leiche? Da. Nee, hast du nicht. Okay. Noch 4 Gegner, Leute. Ich weiß, dass da vorne einer mit einer gesilenzten K ist. Hinter mir ist einer mit einer M16.
Und ich hoffe einfach nur, dass der hinter mir langsam mal kommt. Ich bin nämlich immer noch in der Zone. Hier habe ich einfach ultra offenes Feld. Also, sieht nicht so gut aus bis jetzt. Da kommt er mit der M16. Ich warte noch, bis er etwas näher gekommen ist. Ich habe mich extra genauso positioniert, damit er mich nicht sehen kann. Und jetzt mach ich ihn weg. Okay. Der hat, glaube ich, nichts, was ich brauche. Deswegen drehe ich mich jetzt einfach in die andere Richtung. Ich denke mal, der hat alle anderen hinter mir erledigt. Deswegen drehe ich mich da um. Ich versuche so ein bisschen meine Taktik näher zu bringen, Leute. Beziehungsweise, was ich gerade so denke, zu sagen. Damit ihr vielleicht auch mal ein bisschen was lernen könnt bei den Videos. Weil hören ist halt sehr, sehr wichtig. Wenn man Schüsse hört, weiß man, wo Gegner sind. Und das ist in der Spielphase sehr, sehr wichtig. Was ich gerade mache, ist einfach nur zu schauen, ob über mir noch einer ist. Aber ich gehe davon aus, dass hier keiner mehr ist. Ich hoffe es jedenfalls. Okay, meine Waffen sind sehr gut. Ich bräuchte eigentlich nur noch einen Car Silencer, dann wäre ich ziemlich gut ausgerüstet. Gut, meine Rüstung ist teilweise kaputt gegangen, meine eine Weste, aber was soll's, kann man nichts machen. Immer wieder hinter mich schauen, weil nach hinten habe ich die Deckung vom Baum, nach hier nicht. 20 Sekunden, dann geht die neue Zone los. Ich drücke mir noch schnell ein Energy. Energy geht schneller als ein Schmerzmittel. Und hier kann jede Sekunde zählen. Ich weiß nicht, ob ich was über mir gehört habe. Hab ich denn was gesehen? Nee, ich glaube nicht. Okay, Leute, ihr merkt schon, ich bin ziemlich angespannt. Die Runde macht aber gerade mega Bock, ist ziemlich actionreich. Ich hoffe mal, ich gewinne sie auch. Wäre ganz gut. Okay, komm schon. Macht irgendwas, lenkt die anderen ab von mir oder was auch immer. David gesilenced, okay. Der hat auch eine M16 und einen weggemacht. Okay, ich dachte, da oben taucht kleiner auf, aber sah nur so aus. Okay, ich möchte einfach nur eine Seite safe haben. Und die hintere Seite sieht ziemlich safe aus, muss ich sagen. Wenn da noch einer außerhalb der Zone ist, würde der eigentlich dran sterben. Hier unten sehe ich auch keinen, nur noch zwei Gegner. Ich gehe mal hier hoch. Mit Deckung nach rechts. Um hier abzuchecken, ob hier noch einer liegt. Man muss halt echt gut aufpassen, ob da einer im Gras liegt oder nicht. Grafik auf durch die 1.0 ist halt ein bisschen anders. Deswegen muss ich mich daran erstmal gewöhnen. Die Schatten sind ziemlich dunkler. Ziemlich dunkel, also auf jeden Fall dunkler. So. Die Frage ist, ist noch einer in der Zone oder müssen die jetzt alle herlaufen zu mir? Weil ich bin wieder in der neuen Zone. Bin mal gespannt, Leute, wie das ausgeht. Ich hoffe, da taucht keiner hinter mir auf. Liegt da einer tot oder wie? Nee. So. Da kommt einer angekrochen. Ist tot. Okay. Ich weiß nicht, warum er das jetzt so gemacht hat. War aber auf jeden Fall nicht so klug von ihm. Der andere wird jetzt wissen, wo ich bin durch die Silence-Schüsse. Die hört man nämlich auf die Entfernung, wo der ist. Außer natürlich, er spielt ohne Headset oder so ein Shit. Aber das glaube ich jetzt eher nicht. So. Gut, jetzt gilt es einfach nur noch offen, Augen offen halten, denn mit den Ohren werde ich nur noch hören, wenn der auf mich schießt oder wenn er ganz close ist. Bin mal gespannt, ob er angelaufen kommt. Eigentlich will ich hier lieber über den Hügel schauen, weil wenn das passiert, was der da hinten gemacht hat, dass der von hier kommt, bin ich sowas von am Arsch, außer ich habe die Reaktionszeit eines, ich weiß nicht, was krasse Reaktionszeit hatten, den habe ich natürlich gesehen. Da versuche ich den jetzt zum Laufen. Sehen leider nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Ich weiß aber, wo er langgelaufen ist. Verdammt, Alter. Gesehen, wie er da langgelaufen ist, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er schon an dem Baum hier ist. Er hat mich gesehen. Oh, bitte triff mich jetzt nicht mit der Granate. Ich weiß, wo er ist. Ich glaube, er hat mich auch gesehen, oder? Alter, wenn er eine Granate trifft, bin ich sowas von am Arsch, ne? Habe ich noch Granaten? Ich habe keine Granate mehr. Jetzt pusht er. Alter, ich habe erst nichts getroffen, aber gut. Erster Platz, Leute. 12 Kills war mal wieder eine sehr actionreiche Runde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich aufgeregt bin in einer Runde, dann wisst ihr, dass wenn ich das gewinne, ich sehr viel Spaß hatte. So kann man sagen. Und ja. 1.0 ist nice. Läuft flüssiger.
ich hätte gerne noch die Auswahl, dass ich eben die Map auswählen darf, aber jetzt durfte ich auf der alten Map spielen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Playernotes Battlegrounds. Ciao.